Hallo, heute haben wir einen spannenden Gast zu unserem großen Thema Wald da, und zwar die liebe Frau Kober vom Naturpark. Und wir möchten ihr jetzt ein paar Fragen stellen. Die erste Frage wäre, seit wann gibt es den Naturpark? Wir haben jetzt gerade Jubiläum gefeiert. 30 Jahre Naturpark, 20 Jahre Naturparkhaus in Leutenberg. Unsere zweite Frage ist, was ist das Besondere an dem Naturpark? Das Besondere ist auf jeden Fall natürlich, dass es der schönste Naturpark auf der ganzen Welt ist. Aber im Ernst gesprochen, wir haben 5 ganz unterschiedliche Landschaften. Die machen das Besondere unserer Region aus. Man kann also die an der oberen Saale Sommer, Sonne wie in Norditalien erleben. Man kann in Leesten kühle, feuchte, schöne, angenehme Wanderungen durch große Wälder erleben. Okay, gibt es auch Möglichkeiten, wie man sich selbst im Naturpark engagieren kann? Auf jeden Fall. Also wir suchen immer ganz dringend interessierte junge Leute, die einerseits mit planen wollen, wohin soll die Entwicklung des Naturparks künftig gehen. Also die Ideen haben, was brauchen wir im Moment, was brauchen unsere Nachfolger auch. Wir suchen aber auch immer junge Leute, die als Bürgerwissenschaftler, als Citizen Science unterstützen, dass wir Artenerfassungen durchführen können, dass wir Schutzmaßnahmen durchführen können. Also von Beobachtungen bis hin zu praktischen Tätigkeiten beim Naturschutz ist alles möglich und wir nehmen jede Unterstützung sehr, sehr gern an. Okay. Und warum ist der Naturpark ein guter Erholungsort? Ja, diese Landschaft hier ist einfach bezaubernd. Durch diese Vielfalt, durch diese Weite auch der Wälder, durch das viele, viele Wasser von der kleinen Quelle über Bäche, Flüsse, an denen man wunderbar wandern kann, bis hin zu den großen Talsperren oder dem Rennsteig oder dem grünen Band. Ach, mir fällt da einfach so viel ein. Man kann so viel erleben. Man kann wandern, man kann mit dem Schiff fahren, Mountainbiken. Alles ist denkbar, was man für einen aktiven oder auch ganz entspannten Urlaub braucht. Dann danken wir Ihnen für das Interview und ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei irgendeiner gemeinsamen Aktion. Wir auch. Dankeschön.